Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute bin ich nicht alleine, ihr seht das schon. Der Alexander ist mit dabei. Wie geht es dir? Freut mich, dass du da bist. Mir geht es super, Ursula, aber können wir mal langsam hier loslegen oder was? Okay, ich weiß auch nicht genau, wie dieses Video heißen wird. Aber heute geht es so ein kleines bisschen um Selbstfindung, Persönlichkeitsentwicklung, Beruf, Sinn des Lebens. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mit diesem Video. Also falls ihr interessiert seid, dann bleibt sehr gerne dran. Und ich freue mich. Ich mich auch. Auf die nächsten Stunden. Ich bin gespannt auf die Fragen. Oh, wir haben unseren ersten Zuschauer. Oh, Baby. Ich nehme euch ein kurzes Video auf, weil ich das so süß gerade finde. Und da ist unser erster Zuschauer. Live-Zuschauer. Oh, Baby. Psyche. Oh. Ja, okay. Weiter geht's. Erzähl doch mal, wie dein Leben verlaufen ist, bis zu dem Punkt, an dem du gesagt hast, okay, jetzt reicht's. Also, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt, sage ich mal, ein ganz gewöhnliches Leben. Ich habe meine Ausbildung gemacht, habe meine Ausbildung abgeschlossen, war ganz normal im Schichtbetrieb in einem, sage ich mal, mittelgroßen Unternehmen. Und habe da vor mich hingearbeitet, ohne Fragen zu stellen, was ich aus meinem Leben machen möchte, beziehungsweise ob das schon alles war. Ich habe einfach stumpf gearbeitet. Entschuldigung, ja. Das war so dein Normalzustand und das war so für dich die Realität quasi. Also das ist das, was alle machen, das mache ich dann auch. Ja, weil rechts und links, praktisch so gesehen, rechts und links hat niemand was Besonderes gemacht. Sei es in meinem Freundeskreis, so, alle waren so. Die Arbeiter, die Arbeiterschicht, die gehen zur Arbeit, die kommen nach Hause, die schlafen, gucken Fernsehen und gehen wieder zur Arbeit. Das war so dieses stumpfe, so, und dann fragst du dich. Hattest nicht mehr. Hattest du denn Ziele so im Leben, also Wünsche, Träume, so? Ja, diese kleinen Ziele. Also jetzt sind das für mich kleine Ziele, aber damals waren das für mich meine Ziele. Ich wollte eine Familie, ich wollte ein Haus, so, das waren für mich so richtig. Achso, so dieses. Dieses typische. Standard, sag ich mal, also ne? Ohne jemanden auf Schlips treten zu wollen. Nein, so. Nein. Aber halt. Das, was halt auch alle wollen. Also diese Ziele habe ich halt immer noch, nur das ist für mich nicht das Ziel. Ne? Also das ist so, ja. Und wann hast du gemerkt, dass dieses Leben, was du gelebt hast, nicht das Richtige für dich ist? Ab einem gewissen Zeitpunkt im Betrieb habe ich dann gemerkt, so hey, das mit dem Geld, was dich eigentlich zur Arbeit gehen lässt, wird die ja auch... Die Motivation. Ja, als Motivation. Das wird jetzt auch nicht mehr, beziehungsweise es wird vielleicht mehr, aber die Steuern machen es dann wieder zunichte, deswegen bleibt im Endeffekt immer das Gleiche. So, und dann habe ich mal die Chance ergriffen, habe mal, sag ich mal, den Standort gewechselt. Ich habe dann gedacht, hey, vielleicht neue Leute, neuer Antrieb, dass ich mal vielleicht irgendwie was verändere. Also der Standort wurde von neu auf gegründet, dann dachte ich mir so, hey, da starte ich jetzt durch. So, ne? Und kurz darauf habe ich auch gemerkt so, Mann, neuer Standort, trotzdem irgendwie, das Gefühl ist trotzdem gleich. Also es pendelt sich halt wieder ein. Man hat so ein Hoch und dann geht das so steil bergab und dann bist du wieder so stempeln, reingehen, arbeiten, nach Hause gehen, wieder ausstempeln und so. Und dann war ich schon so in diesem Abfucker-Modus, weil ich so unzufrieden war mit meinem Leben. Und ich war dann nur ständig unterwegs. Also ich war nicht zu Hause, sondern ich war irgendwie weg. Ich wollte mich einfach ablenken. Ich war mit den Jungs weg. Ich war mit den Jungs trinken. Auch wenn ich keinen Bock hatte zu trinken oder beziehungsweise immer auf die Piste zu gehen mit den Jungs. Ich habe es einfach gemacht, weil ich dachte so, hey, das kann doch nicht sein. Ja, weil sonst hat man ja gar keinen Leben mehr quasi. Ja, ist immer ehrlich so. Man denkt so, hey, wofür arbeite ich denn jetzt? Wofür schufte ich, dass ich von Montag bis Freitag halt nur nach Hause komme, eben was esse und dann einpenne, weil ich so tot bin? Und da habe ich mir gedacht, Mann, da muss ich Samstag, Sonntag, Freitag richtig auf die Kacke hauen. Da findet quasi das eigentliche Leben statt. Ja, genau, da fing bei mir wirklich das Leben statt, wo ich gesagt habe, hey Jungs, wir müssen jetzt einen drauf machen. Und wenn es nichts, also wenn die gesagt haben, ach nee, heute Samstag, ich fühle mich irgendwie so schlecht, dann war ich richtig aggressiv, weil für mich war das so, diese Samstage, das war so das Einzige. Sonntage, das waren die einzigen Tage, mit denen mich so richtig so der Antrieb wieder am Montag durchzustarten bis zum Freitag. Also das auszuhalten, diese Arbeit. Und dann wieder Samstag, Sonntag wieder zu tanken und wieder anzufangen. Und genau zu diesem Moment habe ich dann
Vika kennengelernt, beziehungsweise ich kannte Vika schon. Das war diese Zeit, wo ich immer gesoffen habe in den Jungs und sonst was mich getroffen habe. Ganz kurz, also falls es euch interessiert, wie wir uns kennengelernt haben, schreibt das mal sehr gerne in die Kommentare, dann können wir auch ein Video machen. War mega Also witzig. ich kenne das, also ich persönlich interessiere mich immer voll dafür, wie zwei Menschen sich gefunden haben. Und wie gesagt, falls es euch auch interessiert, machen wir gerne ein Video dazu. Lasst es uns wissen. Ja, Mach und weiter. ja, ich kannte Vika schon auf jeden Fall. Als ich Vika, sag ich mal, zum zweiten Mal getroffen habe, beziehungsweise zum zweiten Mal kennengelernt habe, richtig kennengelernt habe, wo ich mit ihr auch ernste Gespräche geführt habe, hat sie schnell gemerkt, dass ich halt eine Person bin, die ziemlich unzufrieden ist mit seinem Leben. Das habe ich auch so, auch, ich habe da auch kein Geheimnis von gemacht. Ich habe auch so gesagt, ich gehe zur Arbeit, um am Wochenende die Sau rauszulassen, so sinngemäß. Als ich mit Vika dann zusammenkam, hat sie mich dann an die Hand genommen, beziehungsweise hat mir so Sachen wie Lesen näher gebracht, weil für mich war Lesen immer so eine Sache, die war immer mit Schule verbunden. Also für mich war Lesen wirklich so, die bringt mir nichts, die stiehlt mir nur Zeit und wenn ich lese, vergeude ich Zeit. So habe ich damals gedacht, so richtig. Ja, aber nicht nur du allein. Ich glaube, es geht ganz vielen so. Also mir ging es zum Teil auch so. Ich wollte zwar immer lesen, aber ich hatte nie die Motivation. So, und ich habe auch erst so richtig angefangen zu lesen. Da war ich schon über 18. Ja. So traurig das ist, aber ja, ich habe auch sehr stark Lesen halt mit Schule verbunden. Und Schule ist bei mir auch negativ behaftet. Deswegen kann ich vollkommen nachvollziehen. Und ja. Erzähl ruhig weiter. Ja, und jetzt denke ich mir halt, Mann, hättest du bloß früher angefangen zu lesen. Aber man denkt sich Im das bei Nachhinein ist das jeder Sache immer so. so, ja. Ja, man denkt sich immer so, Mann, hättest du bloß früher angefangen. Aber das Wichtigste ist, Dass man überhaupt dass man angefangen, ja. überhaupt angefangen hat. Also jetzt Voll. nicht sozusagen, oh, ist jetzt voll zu spät. Mann, wenn du 90 bist, fang an zu lesen. Du kannst immer was lernen. Ja. So. Und das muss sich tatsächlich geschehen, denn ich habe so, für mich war so die Welt so, so auf einmal, ich dachte mir so, ich habe die Welt so klein gesehen, auf einmal war die so richtig explodiert. Wir haben Sachen wie The Secret angeguckt und ich war schon so, vor kurzem haben wir auch wieder The Secret angeguckt und damals habe ich schon so angeguckt, Maga, was ist das? So, was ist das? So, das dann kann mir doch keiner erzählen, dass da jemand dran glaubt, ne? Und da sind mir so Sachen im Leben, beziehungsweise uns sind so Sachen im Leben passiert, wo ich mir denke, ey, es ist einfach Fakt, kann kein Zufall sein, es Ja. ist einfach das Gesetz der Anziehungskraft, aber beziehungsweise guckt euch The Secret an. Ja, für mich hat sich eine ganz neue Welt praktisch geöffnet mit dem Lesen. Und ich habe auch angefangen, nicht immer alles zu hinterfragen, beziehungsweise nicht zu hinterfragen schon, aber nicht immer so skeptisch gegen eine Sache erstmal zu sein. Weil bei mir war immer so, Lesen? Nee, ist blöd, habe ich schon mal gehört. Ich habe angefangen, so allem offen zu sein, so ob es Lesen ist, ob es Ernährung gewesen ist, ob es irgendwelche Leute sind, die zum Beispiel von ihrer Einstellung reden. So, ich habe nicht erstmal gesagt, so hey, das muss man anders machen, sondern ich bin offener geworden gegenüber allem und anderen, ne? Und ja. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Dein Moment, als du gemerkt hast, okay, das, was ich da mache oder das Leben, was ich lebe, ist nicht für mich. Was war der Wendepunkt? Das Lesen, definitiv. Ich bin Okay. ja immer noch zur Arbeit gegangen, während ich auch gelesen habe und für mich haben sich einfach viel mehr Möglichkeiten eröffnet. Und ich dachte mir so, das, wo ich jetzt gerade, da, wo ich gerade arbeite, das so linear, versteht ihr, das geht nur in eine Richtung. So mit 65 oder ich weiß nicht, ab wann jetzt die Rente ist, mit 69 irgendwann durchackern und dann Ich in glaube, die Rente zu gehen. 67. Ja, also um die 60. Ist auf jeden Fall lange hin. Und dann dachte ich mir so, 40 Jahre oder 45 Jahre jetzt arbeiten für Rente und dann kann ich mein Leben leben. So never ever. Und dann habe ich mir gedacht, was soll ich machen? Was kann ich aus meinem Leben machen? Und irgendwann saß ich da und habe gesagt, keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Wirklich, ich habe da gesessen und Vika hat schon gesagt, hey, du musst doch irgendwie was haben, was du gerne machst. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, Thema Autos oder ja, allgemein irgendwie sowas. Ich habe immer irgendwie viele Interessen gehabt oder irgendwas zu basteln, irgendwie was mit meinen Händen zu erschaffen. Ne? Also komplett das Gegenteil von meinem Beruf, sag ich mal. Da saß ich nur vor dem PC und habe da irgendwas eingetippt. So. Und ich wusste sehr lange nicht, was ich machen will. Also wirklich, es hört sich so behindert an. Das wäre jetzt, glaube ich, auch meine nächste Frage gewesen. Was war deine größte Herausforderung? Und ich glaube, das war deine größte Ja, Herausforderung, definitiv, dass definitiv. du nicht
ja, irgendwie dich so ein kleines bisschen auch verloren Ja, hast, hatte ich ja. das Gefühl. Ich habe ja das alles mit durchlebt und ich bin ja selbst auch einen sehr ähnlichen Weg gegangen. Also ich wünsche es keinem tatsächlich, dass jemand sich so verliert und nicht weiß, wohin er, was er mit seinem Leben anfangen soll oder einfach nicht den Sinn in seinem Leben sieht. Aber ich muss wirklich sagen, diese Zeit hat mir geholfen, das, was ich jetzt tue, so durchzuziehen, beziehungsweise neue Sachen so durchzuziehen, weil ich mir denke, ich werde niemals in meinem Leben einfach da sitzen und diese Zeit nicht nutzen, weil, Mann, Leute, die Zeit ist begrenzt, seien wir mal ehrlich so. Und manche Leute merken es durch einen Unfall, wie bei Vikara, also wie Ja, so, Autounfall so ein oder Wachrüttler, so ja. irgendwas muss im Leben manchmal passieren, dass man halt ja Das aufwacht. merkt, Und ja. bei manchen passiert es, bei manchen nicht. Aber ich glaube, im Laufe des Lebens befindet sich jeder mal in so einer Phase, wo man anfängt zu fragen, bin ich überhaupt dieser Mensch? Bin ich diese Person? Und bei den einen kommt es früher, bei den anderen vielleicht ein bisschen später. Das Witzige war ja, jedes Mal, wenn ich schwach war, war Vika stark. Und wenn Vika in diesem Situation war, war ich wieder stark. Versteht ihr? Also das ist so, es hat irgendwie gepasst. So als ob Ja. irgendjemanden so einen Regisseur hinten sieht und sagt so, jetzt muss das kommen. Und jetzt muss Alex. Und jetzt muss das. Und das war genauso wie mit den Büchern. Ich bin instinktiv zum Beispiel in eine Buchhandlung mit Vika damals gegangen. Und Vika hat gesagt, such dir intuitiv ein Buch aus. Und ich habe wirklich durchgeguckt, nur du wirst ja praktisch erschlagen. Und ich habe einfach Bücher ausgesucht, die haben mir genau geholfen in diesem Moment, wo ich mir denke, so, das kann nicht sein. Ich habe zum Beispiel gedacht, damals meinen Job zu kündigen. Und auf einmal, das Buch redet genau davon. So, dass es vielleicht einem erstmal schwierig vorkommt und sonst was. Das hat mich wirklich so begleitet und an die Hand genommen und dachte ich mir so, das kann jetzt nicht sein. Nächstes Buch lesen. Und dann hat mich das wie so Level für Level für Level für Wie so Level ein mitgenommen. Leitfaden. Genau. Obwohl es keiner sagt so, hey, du musst diese Bücher lesen für diese Situation. Nein, ich habe mir die einfach rausgenommen. Und klar, da Und das war waren. genau das, was er in diesem Moment gebraucht hat. Genau. Bei mir ging es auch ähnlich zu. Und ich denke, dass wir einfach das anziehen eben, was wir in dem Moment brauchen. Und wenn man darauf vertraut, auf diese Intuition, dann wird man auch selten enttäuscht. Ich glaube aber, ich habe auch dazu mal ein Video gemacht. Also falls es euch interessiert, dann schaut sehr gerne mal rein. Verlinke ich euch hier. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Du warst unglücklich in deinem Job. Du hast angefangen zu lesen. Du wusstest, dass du das, was du machst, dass es nicht das ist, was du dein Leben lang machen möchtest. Und dann, was ist dann passiert? Also, wie hast du den Sprung Ja, geschafft? also ich würde mal so sagen, es gehört vieles dazu, sich im Leben zu verändern, beziehungsweise sich selber zu verändern oder mal Ansichten zu verändern. Am meisten hat mir das alles zusammengeholfen. Also Vika hat mir geholfen, die Bücher haben mir geholfen, die Ernährung hat mir sehr stark geholfen, weil durch die Ernährung, und Vika hat wieder damit angefangen und hat es mir näher gebracht, und ich habe auch erstmal so gedacht, so, ach, vegane Ernährung, ist für ein Quatsch, so, dieser typische Stereotyp Fleisch, Männer, Beste. So. Und dann habe ich das mal abgelegt und dann habe ich einfach, wie gesagt, Sachen hinterfragt und dann das Ganze in einem. Also es ist nicht nur eine Sache, die, Nein, ja, nein, ich es gibt glaube nicht diese auch, eine Sache. Es gibt gibt, immer. danach suchen ja die meisten Menschen immer nach diesen Einschlüssen, nach diesem einen Weg. Aber es sind viele Aspekte, die eine große Rolle spielen. Und erst wenn das alles in Kombination irgendwie richtig steht, dann passiert dieser Moment, der großen Veränderung. Wobei es auch nur ein Moment ist, wo du kurz umdenkst. Aber diese richtige Veränderung, die man dann nach außen, die nach außen auch sichtbar wird, diese Veränderung, das ist auch ein Prozess. Das ist auch etwas, was nicht von heute auf morgen passiert. Das stimmt. Und ja, darauf sollte man auch vorbereitet sein und ja, geduldig auch irgendwo sein. Ja, das ist ja das Krasse. Man denkt immer, wann ist es endlich soweit? Ja, Wann kommt dieser ja. Moment? Und dieser Moment kommt so knallhart und schlägt dir ins Gesicht, wirklich förmlich ins Gesicht, weil jedes Mal, wo ich mir denke, Mann, es muss sich was verändern, kam wirklich jemand, also nicht wirklich, aber es, gefühlt, kam immer jemand, hat mir richtig ins Gesicht geschlagen und dann war ich so, wow. Das ist es echt jetzt. Ich habe immer auf diesen Moment hinausgefiebert, aber es kam immer schneller als gedacht. Ehrlich. Ich habe mir damals eine Person, meinen Seelenverwandten gewünscht. Ich habe mir so stark einen Seelenverwandten gewünscht und dann boom. Ich habe Vika kennengelernt. Das hat mir übertriebenes Kraft gegeben.
Dann habe ich diese Kraft aus den Büchern geschöpft, dann wieder boom, Ernährung, boom. Und jetzt denke ich mir so, was ist das nächste? Das ist wie so eine Sucht. Was kommt als nächstes? Ich bin so hibbelig manchmal zum Wir haben, Teil. glaube ich, gerade ein kleines bisschen so aneinander vorbeigeredet. Ich sag, bleib geduldig, es dauert, und du sagst, es geht so schnell. Boom, boom, boom. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Du bist eher in The Secret, Kraft der Gedanken, das Gesetz der Anziehung. Was ich aber meine, ist eher dieses, es ist immer ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Ja. Und man gewöhnt sich ganz, ganz schnell an neue Umstände, an neues Mindset, oder an neue Sachen. Man gewöhnt sich so unfassbar schnell. Ich sag euch ehrlich, ich habe Momente gehabt, wo ich gedacht habe, Mann, es hat sich gar nichts verändert. Und wenn du dann alte Fotos dir anguckst, alte Videos dir anguckst, dann merkst du, oh mein Gott, es hat sich richtig viel verändert. Es hat sich unfassbar viel verändert. Ich wollte das nur ganz kurz aufklären, weil ich glaube, das war gerade so, ich war so in eine Richtung, Alex so in die andere Richtung. Lass uns doch einfach mal jetzt Lass treffen. uns mal treffen. Ja. Ich meine jetzt nicht, dass es jetzt so Schlag auf Schlag kommt, diese ganze Veränderung, sondern das ist halt ein längerer Ablauf, ne? Prozess, es ist ein Prozess. Prozess, genau. Ja. Aber es ist schon so, ich muss ehrlich sagen, es ist doch schon so, wenn man wirklich an sich arbeitet, wenn man wirklich bereit ist zu investieren in sich, dann verändert man sich doch schon schnell, es sei denn, man ist so eine ungeduldige Person wie ich und denkt, man verändert sich nicht, aber es verändert sich doch relativ schnell. Ich meine, in den letzten 3 Jahren unserer Beziehung hat sich auch einfach unser ganzes Leben. Also wir haben uns komplett verändert, so wie wir uns kennengelernt. Wir sind nicht mehr diese Menschen, die wir Oh waren, nein, oh als wir uns nein, kennengelernt haben. Und oh das ist nein. sehr, sehr, sehr spannend. Das ist Ja. wirklich, das ist krass. Das Hätte ist ich dich krass. jetzt zu diesem Zeitpunkt kennengelernt, hättest du, glaube ich, mit mir nichts anfangen können und ich hätte mit dir nichts anfangen Ja, können. das stimmt. Weil du wärst Wir auf einem wären viel ganz zu anderen unterschiedlich, Level. ja. Du wärst ganz anders. Du hättest mit mir irgendwas geredet, hättest gesagt, was ist das? Hä? So. Aber genauso andersrum Ja, so. meine ich ja. Also, Wir dass wir. wären einfach zu unterschiedlich. Das stimmt. Voll interessant, oder? Aber echt Aber ich finde interessant. das sehr schön, dass wir das so, dass wir zusammengewachsen sind. Das ist Ich echt freue mich schön. sehr darüber. Ich mich auch. Ich glaube auch, dass ich niemals so weit gekommen wäre, wenn du nicht da wärst. Ja, aber das ist immer im Gegenseitigen so. Also, wir haben uns ja immer Ja, unterstützt. das Das ist für stimmt. mich Es, auch. ja, wir sind Das so sagt Hand in auch. Hand Ja, gegangen. es ist halt für mich auch. Eine Beziehung macht es ja auch aus, den Menschen mitzunehmen. Ja, So, eine Bereicherung zu sein. auf die Aber Reise. darüber sprechen wir vielleicht dann in dem Video, wenn wir über unsere Beziehung, also wie wir uns kennengelernt haben, sprechen. Ja. Wir können auch gerne mal so ein Video über allgemein über Beziehungen sprechen, wie Das wir wäre das aber Ganze locker ein sehen. Dreiteiler. Ich habe so viel, wenn ich mich daran erinnere, ey. Das ist so viel, wenn man das alles, muss es ja alles im Kontext sehen. Also deine größte Herausforderung bestand darin, dass du dich halt verloren hast und sind jetzt ein kleines bisschen abgeschweift. Kein Kommen wir Problem. wieder zurück. Wie hast du deine Herausforderung überwunden? Glaube, jetzt ausschlaggebend ist, dass ich akzeptiert habe, dass ich verloren war. Also ich habe an einem Zeitpunkt akzeptiert, dass ich verloren war. Hast recht. Das ist so eine Sache, die ja sehr wenige sich selber zugestehen können. Also ich habe es auch kundgetan. Also ich habe es nicht kundgetan, ich bin ja rausgegangen, ich bin unzufrieden, sondern nein. Ich habe einfach nur bestimmten Leuten einfach zu verstehen gegeben, ich will was aus meinem Leben machen, ich will was verändern und habe es praktisch in die Welt hinaus posaunt. Ich habe gesagt, ich will was anderes in meinem Leben. Anstatt zu Hause zu bleiben, zu sagen, oh Mann, ich weiß nicht, mit mir anzufangen, anstatt es wirklich zu sagen, hey Welt, ich will was verändern. So, ich bin bereit. Leute, Okay. kommt, ne? So, und in diesem Modus, was ist passiert? Einfach Menschen sind darauf aufmerksam geworden. Vika hat mich dann nochmal ermutigt und so haben sich die Sachen dann praktisch zusammengefügt, dass ich dann gesagt habe, hey, lass uns irgendwas starten. Dann haben wir gestartet und habe mich dann selbstständig gemacht, tatsächlich. Zu diesem Wohin Zeitpunkt. geht's? Ja. Ich bin auch mega glücklich. Es war nicht einfach, aber ich glaube, jede Selbstständigkeit ist nicht einfach. Ob es bei Stimmt. Vika ist, ob es ein reiner Handwerksberuf ist, egal welcher Beruf. Es ist immer ein großer Schritt, es bringt super viel Verantwortung mit sich und auch Risiken. Aber ich glaube, wir beide, wir sind sehr risikobereit. Man muss einfach Risiken eingehen. Als Ja. kleines Baby hast du ja auch nicht gedacht, oh, soll ich wirklich aufstehen? Und ich glaube auch, dass das so ein kleines Fehldenken der Gesellschaft heute. Man denkt, ein sicherer Job wäre wirklich sicher. Aber wenn diese Firma pleite geht, Dann bist dann du bist du weg. auch raus. Und ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, dieses 40 Jahre eine Firma, das gibt es nicht mehr. Das, was unsere Eltern hatten und die Eltern unserer Eltern, das ist nicht mehr aktuell.
Das gab es mal in dem Industriezeitalter und jetzt in dem Informationszeitalter ist da dieses System veraltet. Man ist halt einfach immer nur eine Zahl und es ist so einfach, eine Arbeitskraft zu streichen. Ich meine, die oben sitzen und das zu entscheiden haben, die kennen dich ja nicht mal beim Namen. Du bist einfach eine Arbeitskraft. Ja. Und das Krasse ist, das habe ich tatsächlich erst vor kurzem mitgekriegt. Ich habe einen alten Arbeitskollegen getroffen und er meinte, über 70% der Leute wurden gekündigt. Aufgrund Krass. davon, weil Auftragslage gerade schlecht war. Ja? Krass. Und ich denke mir nur so, früher oder später wärst du sowieso draußen Ja, gewesen. Ob du Schicksal. jetzt gesagt hättest, ich hacke jetzt richtig durch, du kannst in der sichersten Firma sein, es kann immer was passieren. Du Ja. solltest dich nie immer auf andere Leute verlassen. Am besten wirklich auf dich verlassen, wo du sagen kannst, wirklich, da stehe ich mit meinem Namen. Also, um noch mal kurz auf den Stand der Dinge zu kommen, du hast etwas für dich gefunden. Du bist jetzt in deine Selbstständigkeit gestartet. Woher weißt du denn, dass das Richtige ist? Tatsächlich weiß ich das gar nicht, ob das tatsächlich das Richtige ist, weil ich wusste es nicht vor 5 Jahren, ich wusste es nicht vor 10 Jahren und man sollte aber auch so ins Leben gehen, dass man halt immer wie so eine Entdeckungsreise hat, ne? Man sollte in seinem Leben halt sich nicht festfahren, man sollte immer was Neues machen, man sollte sich wirklich immer fragen, was kann ich mehr machen? Wie kann ich den Menschen helfen? Das sollte die allererste Frage sein. Wie kann ich anderen Menschen helfen? Und wie kann ich mich noch selber optimieren? Sei es Lesen, Ernährung, egal was. Also ich glaube, worauf du hinaus wolltest, ist, dass man offen bleiben soll für andere Dinge, man immer wieder was ausprobieren soll, vor allem wenn man sich noch nicht sicher ist, ob man das gefunden hat, was man will. Und wie oft, ganz ehrlich, Leute, wie oft ist das so, dass in diesem Moment findest du irgendwas cool, 2, 3 Jahre, 5 Jahre später findest du es nicht mehr ganz so cool. Sowas gibt es natürlich auch. Es ist wichtig, beständig irgendwo zu sein oder sich einen Job, Beruf zu finden, der dir eine Freude bereitet und dir gut tut. Aber genauso wichtig ist es, nicht auf etwas zu beharren, denn in der heutigen Zeit passiert alles so schnell und es verändert sich alles so schnell. Und wenn du nur eine Sache kannst, dann hast du quasi schon verloren. Weil eine Sache ist einfach zu wenig. Und Für diese Zeit, also für wenn diesen. dieser Beruf dann nicht mehr existiert, dann ist das, verstehst du, dann hast du einfach gar nichts. Ich glaube, deswegen finde ich das auch so wichtig, wie du auch gesagt hast, offen zu bleiben und wissbegierig zu sein, neue Dinge zu lernen. Und auch, ich meine, wir sind alle so vielfältig, Menschen sind so vielfältig und wir haben viele Interessen. Und wir können all diese Dinge ausbauen. Und das ist doch genau das ist doch das Schöne. Genau das macht doch das Leben aus, dass wir Ja. diese Möglichkeit haben, Ja. uns in allen Sachen, in allen Lebenslagen, in allen Vorstellungen, ja, zu verwirklichen eben. Ja. Ja, das ist das Coole am Leben. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall Meine Zeit. für deine Zeit, für deine Geschichte. Ja. Vielleicht ist es ja für jemanden da eine Inspiration. Vielleicht steckt jemand in so eine Lage, in der du gesteckt hast. Vielleicht hast du ja noch ein paar Worte genau an diese Menschen, die gerade in so einer Situation stecken, wo die unzufrieden sind, wo die wissen, das ist nicht meins, aber die wissen nicht, wie sie da rauskommen, wo sie sich vielleicht auch ein Ja. bisschen verloren haben. Ja, also da, was wir auch vorher schon gesagt haben, da gibt es nicht diesen einen Schlüssel oder dieses Ja. eine. Ich habe nur eine Sache, wo die mir jetzt so wirklich prägnant im Kopf ist. Macht einen Job nicht des Geldes wegen. Das kann ich euch wirklich raten, weil ihr werdet, egal wie viel Geld ihr verdient, ihr werdet nicht glücklich. Das ist es einfach. Jeden, der da drin steckt, gerade der wirklich einen Job macht wegen des Geldes, hey, du hast nicht verloren, du musst nicht sofort kündigen. Denk währenddessen einfach, was kann ich verändern, damit ich glücklich werde und mach das so im laufenden Prozess. Du musst das nicht so knallhart machen wie ich, Job kündigen und sagen, hey, hier bin ich, aber keiner wartet auf Von dich. 0 auf 100. Ja, Ja. sondern das ist so mein Fehler, den ich gemacht habe. Deswegen, Leute, versucht das in einem fließenden Prozess zu Ja, übernehmen. dass es so Ja, übergeht. weil, Also, das ist ja im Prinzip das, was ich genau. gemacht habe. Ich hatte ja Angst vor so einem krassen Schritt und bei mir ging das eine in das andere Ja, über quasi. ja, Ja. ja. Ja, jedem das seine, jeder kann natürlich so machen. Manche Menschen, die brauchen dieses ins kalte Wasser geschmissen werden, Ja, weil nur dann kommen dann die werden sie ins Handeln. aktiviert. Genau. Und dann gibt es Menschen, die sind halt so, ich habe halt Schiss, ich sag's euch so, wie es ist, ich habe Ja. Schiss und deswegen habe ich das alles so sehr smooth
von einem in das andere Ja. bin ich dann übergegangen. Genau. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du da warst und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie sehr gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute Also rein, Leute. und viel Ciao, ciao. Erfolg. Ja, vor allem viel Erfolg.